Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anna Kettka. Ich leite das Schülerlabor Röhleb hier am Deutschen Röntgenmuseum. Und um ein ganz besonderes Experiment wird es auch in der folgenden Lesung gehen. Denn am 8. November 1895, also heute vor genau 125 Jahren, entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen die später nach ihm benannten X-Strahlen. Und nachdem er 7 Wochen intensiv geforscht hat, hat er die dann im Dezember am 28. veröffentlicht und wurde quasi über Nacht zu einem regelrechten Medienstar. Sehr zu seinem eigenen Missfallen, wie wir später noch hören werden. Schon knapp eine Woche nach seiner Veröffentlichung hat es ein Artikel von der Wiener Presse in die Schlagzeilen geschafft und wurde daraufhin von vielen anderen Blättern in leicht veränderter Form übernommen. Und es ist ziemlich beeindruckend, wie nah die darin gemachten Voraussagen schon den späteren Einsatzgebieten der Röntgenstrahlung nahe kommen. Diesen Artikel werde ich jetzt mal vorlesen. Röntgens neueste optische Entdeckung. Eine außergewöhnliche, epochemachende Entdeckung, herrührend von dem bekannten Experimentalphysiker Professor Wilhelm Röntgen in Würzburg, macht gegenwärtig in und außerhalb der gelehrten Fachkreise des Auslandes sensationellstes Aufsehen. Wie es bei allen großartigen, der Menschheit nutzbringenden Erfindungen zu geschehen pflegt, verdankt man auch hier wieder die neuen wunderbaren Ergebnisse weder der gelehrten Theorie noch auch dem philosophischen Denken, sondern einem frischen, praktischen Griff auf dem Königsweg der exakten, kombinierenden Beobachtungen, wobei dann allerdings der nie fehlende, glückliche Zufall auch noch eine hilfreiche Rolle spielte. Wenn die hierauf bezüglichen, allerdings ganz märchenhaft klingenden Mitteilungen sich als wirklich begründet erweisen, so hat man es unbedingt mit einem in seiner Art epochemachenden Ergebnis der Experimentalphysik zu tun, das in der Folge sowohl auf physikalischem und medizinischem Gebiet ganz merkwürdige Fortschritte bringen dürfte. Bis heute konstatiert die Wiener Presse über die Röntgensche Entdeckung Folgendes. Professor Röntgen nimmt eine Krucksche Röhre, eine sehr starke, ausgepumpte Glasröhre, durch die ein Induktionsstrom geht, und fotografiert mithilfe der Strahlen, welche diese Röhre nach außen hin aussendet, auf gewöhnlichen fotografischen Platten. Die Strahlen nun, von deren Existenz man bisher keine Ahnung hatte, sind für das Auge vollständig unsichtbar. Sie durchdringen im Gegensatz zu gewöhnlichen Lichtstrahlen Holzstoffe, organische Stoffe und dergleichen undurchsichtige Körper. Metalle und Knochen hingegen halten die Strahlen auf. Man kann bei hellem Tageslicht mit geschlossener Kassette fotografieren. Das heißt, die Lichtstrahlen gehen den gewöhnlichen Weg und durchdringen auch den Holzdeckel, der vor die lichtempfindliche Platte geschoben ist und somit vor dem Fotografieren entfernt werden muss. Sie durchdringen auch eine Holzhülle vor dem zu fotografierenden Objekt. Professor Röntgen fotografiert zum Beispiel die Gewichtsstücke eines Gewichtsfasses, ohne das Holzetui zu öffnen, in welchem die Gewichte aufbewahrt sind. Auf der gewonnenen Fotografie sieht man nur die Metallgewichte, nicht die Kassette. Ebenso kann man Metallgegenstände, die in einem Holzkasten bewahrt sind, fotografieren, ohne den Kasten zu öffnen. Wie die gewöhnlichen Lichtstrahlen durch Glas gehen, so gehen diese neu entdeckten, von den Krugschen Röhren ausströmenden Strahlen durch Holz und auch durch Weichteile des menschlichen Körpers. Am überraschendsten ist nämlich die durch den erwähnten fotografischen Prozess gewonnene Abbildung von einer menschlichen Hand. Das Bild enthält die Knochen der Hand, um deren Finger die Ringe frei zu schweben scheinen. Die Weichteile der Hand sind nicht sichtbar. Einige Proben dieser sensationellen Entdeckung zirkulieren in Wiener Gelehrtenkreisen und erregen in denselben berechtigte Staunen. Soweit die knappen Angaben, welche wir über die Entdeckung des Würzburger Gelehrten bisher in Erfahrung bringen konnten. Sie klingen wie ein Märchen oder ein verwegener Aprilscherz. Wir betonen ausdrücklich noch einmal, dass die Sache von ernsten Gelehrten ernst genommen wird. Es wird wohl in allernächster Zeit in den Laboratorien der Sache sehr eingehend geprüft und zu einer weiteren Entwicklung gebracht werden. Die Physiker werden ihre Studien über die bisher unbekannte Lichtleitung machen, welche Gegenstände durchdringt, die als undurchdringlich für das Licht gegolten haben, und den Lichtstrahlen aus den Krugschen Röhren den Durchgang ebenso gestatten wie eine Glasscheibe dem Sonnenlicht. Die Pfadfinder auf dem speziellen Gebiet der Fotografie werden binnen kurzem der Entdeckung von allen Seiten auf dem Leib rücken und Versuche anstellen, wie dieselbe vervollkommnet, wie sie praktisch verwertet werden könnte. Für diese praktische Verwertung wieder werden sich die Biologen und Ärzte, insbesondere zunächst die Chirurgen, lebhaft interessieren, weil sich hier ihnen eine Perspektive auf einen neuen, sehr wertvollen diagnostischen Behelf zu öffnen scheint. Es ist angesichts einer so sensationellen Entdeckung schwer, fantastische Zukunftsspekulationen im Stile eines Jules Verne von sich abzuweisen.
So lebhaft dringen sie auf denjenigen ein, der hier die bestimmte Versicherung hört, es sei ein neuer Lichtträger gefunden, welcher die Beleuchtung hellen Sonnenscheins durch Bretterwände und die Weichteile eines tierischen Körpers trägt, als ob dieselben von kristallhellem Spiegelglase wären. Die Zweifel müssen sich bescheiden, wenn man vernimmt, dass das fotografische Beweismaterial für diese Entdeckung vor den Augen ernster Kritiker bisher standzuhalten scheint. Vorläufig sei nur darauf hingewiesen, welche Wichtigkeit für die Diagnose von Knochenverletzungen und Knochenkrankheiten es haben würde, wenn es bei einer weiteren, nur rein technischen Entwicklung dieses neuen fotografischen Verfahrens gelingt, nicht nur eine menschliche Hand in der Weise zu fotografieren, dass auf einem Bilde die Weichteile nicht erscheinen, wohl aber eine Zeichnung der Knochen. Der Arzt könnte dann zum Beispiel die Eigenart eines komplizierten Knochenbruchs ganz genau kennenlernen, ohne die für den Patienten schmerzliche manuelle Untersuchung. Der Wundarzt könnte sich über die Lage eines Fremdkörpers im menschlichen Leibe, einer Kugel, eines Granatsplitters, viel leichter als bisher und ohne die oft so qualvollen Untersuchungen mit der Sonde unterrichten. Für Knochenkrankheiten, die auf keine traumatische Ursache zurückzuführen sind, wären solche Fotografien, vorausgesetzt, dass die Verfertigung derselben gelingen sollte, ebenso ein wertvoller Behelf für die Diagnose wie bei dem einzuschlagenden Heilverfahren. Und lässt man der Fantasie weiter die Zügel schießen, stellt man sich vor, dass es gelingen würde, die neue Methode des fotografischen Prozesses mithilfe der Strahlen aus den Krux'schen Röhren so zu vervollkommnen, dass nur eine Partie der Weichteile des menschlichen Körpers durchsichtig bleibt, eine tiefer liegende Schicht aber auf der Platte fixiert werden kann. So wäre ein unschätzbarer Behelf für die Diagnose zahlloser anderer Krankheitsgruppen als die der Knochen gewonnen. Eine solche Errungenschaft, ein solcher Fortschritt auf der einmal eröffneten Bahn will ja die Richtigkeit der ersten Prämisse vorausgesetzt, nicht außer dem Bereich aller Möglichkeit erscheinen. Wir gestehen, dass dies alle überkühne Zukunftsfantasien sind. Aber wer im Anfange dieses Jahrhunderts gesagt hätte, das Enkelgeschlecht werde von der Kugel im Fluge getreue Bilder fertigen und mithilfe eines elektrischen Apparates Zwiegespräche über den großen Ozean hin und wieder führen können, hätte sich auch dem Verdacht ausgesetzt, dem Irrenhause entgegenzueifern. Wir wollen nur beiläufig andeuten, nach welcher Richtung hin des Würzburger Gelehrten sensationelle Entdeckung neuartige Perspektiven eröffnen kann. Genau, soweit der Artikel aus der Wiener Presse. Das hat Röntgen allerdings alles ziemlich kalt gelassen. Viel wichtiger waren ihm eigentlich die Ehrbezeugungen und Gratulationen von seinen Kollegen aus dem Fachpublikum. Und einen Brief von Friedrich Kohlrausch würde ich jetzt gerne einmal vorlesen. Friedrich Kohlrausch war zu seiner Zeit ein sehr bekannter Physiker und auch der direkte Vorgänger Röntgens auf dem Lehrstuhl der Physik in Würzburg. Er schreibt am 13. Januar 1896 Folgendes. Verehrter Kollege, wenn ich Ihnen umgehend meinen Glückwunsch zu dem Orden ausspreche, so ist dies das erste Mal, dass ich zu einem solchen Ereignis gratuliere. Dass ich nicht mündlich den Glückwunsch zur Hauptsache anbringen kann, tut mir wirklich leid. Ich dachte nicht, dass Sie so bald wieder abreisen würden. Gerne würde ich auch die lokale Beschreibung der ersten Entdeckung gehört haben. Meine Frau sagte, als ich ihr von Staunen voll ihre fabelhafte Beschreibung zum Frühstückscafé erläuterte, noch nicht recht sicher, ob ich etwa noch träumte nach einiger Zeit, du hast wenigstens die Ehre, das Haus gebaut zu haben. Worauf ich antwortete, das rechne ich mir in diesem Fall in der Tat zur Ehre an. Leider bin ich nicht mehr Physiker im Besitz eines Induktoriums und Geißler'scher Röhren, sodass ich den Anblick der Fin des Siècle-Strahlen von der Gefälligkeit anderer abhängig machen muss. Also noch einmal mit aufrichtigen Glückwünschen, Ihr Ergebener Friedrich Kohlrausch. Genau, zwei Tage später antwortet Röntgen schon auf den Brief. Verehrter Herr Kollege, empfangen Sie meinen wärmsten Dank für Ihre Glückwünsche. In überreichlichem Maße wird mir auch von Ihrer Seite Anerkennung gezeugt, sodass mir von Zeit zu Zeit schwindelig wird und ich wie im Traume lebe. Dass es mich aber sehr freut, wenn von physikalisch kompetenter Seite der Sache Interesse gewidmet wird, ist selbstverständlich. Und diese Freude ist umso intensiver, als die geradezu ekelhafte, von den Tagesblättern in Szene gesetzte Reklame eine sehr hässliche Kehrseite von der Sache zeigt, die mir recht viel zu schaffen macht. Aber mit dem Ruhm kamen auch die ersten Neider. Und dieser Umstand wird auch in einem Brief von Ludwig Zehnder erwähnt. Zehnder war ein Schweizer Physiker und ein Kollege und auch ein sehr guter Freund des Ehepaars Röntgens. Er schrieb am 18. Januar 1896 an Röntgen, »Lieber Röntgen, Ihnen und Ihrer lieben Frau meine herzlichsten Glückwünsche zu Ihrem Hochzeitsfeste, dass Sie diesmal mehr als je in glücklichster Stimmung feiern werden.
Hoffentlich lassen Sie sich in keiner Weise anfechten durch die Äußerungen von Neidern, welche bereits da und dort auftreten, um den Ruhm Ihrer Entdeckung zu verkleinern. Lächerlich ist die ungarische Forderung der Priorität für Ihren Landsmann Lehnert. Ich hoffe sehr, dass Lehnert selber auf solche Ansprüche offen verzichte. Allein nach dem Ihnen bekannten Briefwechsel mit demselben bin ich etwas misstrauisch geworden. Aus den Zeilen Ihrer lieben Frau haben wir kein Wort von der Ankunft unserer am letzten Samstag Ihnen zugesandten Briefe einvernehmen können. Und doch habe ich den Brief einschreiben lassen, damit dasselbe sicher nicht in unrechte Hände gelange. Ich möchte Sie darum sehr bitten, nur auf dem Kärtchen ein einziges Wort mir zu schreiben, nämlich ja, wenn Sie meine Hypothese über die Natur der von Ihnen entdeckten X-Strahlen als akzeptabel ansehen, in welchem Falle es mich herzlichst freuen würde, Ihnen damit in irgendeiner Weise nützlich sein zu können, oder nein, wenn Sie keinen Gebrauch von meiner Hypothese machen können. Dass Sie in dieser Zeit mit Korrespondenzen und allerlei außerordentlich viel zu tun haben, ist mir so klar, dass ich wirklich weit davon entfernt bin, auf einen Brief mit irgendwelchen Auseinandersetzungen zu hoffen. Ebenso muss ich natürlich in solchem Falle auf den Gedanken verzichten, von Ihnen eigenhändig Fotogramme zu erhalten, zum Zwecke eines Vortrags in hiesiger naturforschenden Gesellschaft, zu dem ich von verschiedenen maßgebenden Leuten sehr ermuntert worden bin und zu welchem ich mich hauptsächlich auch darum veranlasst fühle, die für Lehnert erhobenen Prioritätsansprüche zurückzuweisen. Mit herzlichen Grüßen an Sie beide, Ihr Ergebener Ludwig Zehnder. Der im Brief erwähnte Philipp Lehnert war ein österreichisch-ungarischer Physiker, der umfangreiche wissenschaftliche Arbeiten zur Kathodenstrahlung veröffentlicht hat. Später hat er dafür auch den Nobelpreis erhalten. Viele Physiker zu jener Zeit fragten sich, inwieweit Gase auch Strom leiten könnten. Und dafür verwendeten sie Glaskolben, so ähnlich vom Aufbau her, wie wir sie hinter uns sehen, die mit einem Gas gefüllt werden konnten. In diese waren zwei Elektroden eingeschmolzen, an die eine Spannung angelegt werden konnte. Und ab einer gewissen Spannung entlud sich dann ein Strom durch das Gas. Ein Elektronenstrom, den man dann Kathodenstrahlen nannte, denn dieser war meistens mit faszinierenden Leuchterscheinungen verbunden. Und schon 1894 schrieb Röntgen an Zehnder, dass ich die Kathodenstrahlen in Luft und in Wasserstoff gesehen habe und von dem schönen Versuch ganz begeistert bin. Lehnerts Arbeiten bilden also die direkten Vorgängerversuche zu Röntgens eigenen Experimenten und inspirierten ihn auch zu seinen Experimenten. Aber dass bei diesen tatsächlich eine neue Art von Strahlen entstehen, da war Röntgen der Erste, der dies erkannt hat. Röntgen nimmt hingegen die neidischen Vorwürfe ziemlich gelassen hin. Er schreibt in seinem Antwortbrief an Zehnder: Lieber Zehnder, die guten Freunde kommen zuletzt, es geht nicht anders. Sie sind aber der Erste, der Antwort erhält. Haben Sie vielen Dank für alles, was Sie mir schrieben. Von Ihren Spekulationen über die Natur der X-Strahlen kann ich noch nichts gebrauchen, da es mir nicht zulässig oder günstig erscheint, eine der Natur nach unbekannte Erscheinung durch eine mir nicht völlig einwurfsfreie Hypothese erklären zu wollen. Welcher Natur die Strahlen sind, ist mir ganz unklar. Und ob es wirklich longitudinale Lichtstrahlen sind, kommt für mich erst in zweiter Linie in Betracht. Die Tatsachen sind die Hauptsache. In dieser Beziehung hat auch meine Arbeit von vielen Seiten Anerkennung gefunden. Boltzmann, Warburg, Kohlrausch und nicht am wenigsten Lord Kelvin, Stokes, Poincaré unter anderem haben mir ihre Freude über den Fund und ihre Anerkennung ausgesprochen. Das ist mir viel wert und ich lasse die Neidhimmel ruhig schwätzen, das ist mir ganz gleichgültig. Ich hatte von meiner Arbeit niemandem etwas gesagt. Meiner Frau teilte ich nur mit, dass ich etwas mache, von dem die Leute, wenn sie es erfahren, sagen würden, der Röntgen ist wohl verrückt geworden. Am 1. Januar verschickte ich die Separatabzüge und nun ging der Teufel los. Die Wiener Presse blies zuerst in die Reklametrompete und die anderen folgten. Mir war nach einigen Tagen die Sache verekelt. Ich kannte aus den Berichten meine eigene Arbeit nicht wieder. Das Fotografieren war mir Mittel zum Zweck und nun wurde daraus die Hauptsache gemacht. Allmählich habe ich mich an den Rummel gewöhnt, aber Zeit hat der Sturm gekostet. Gerade 4 volle Wochen bin ich nicht zum einen Versuch gekommen. Andere Leute konnten arbeiten, nur ich nicht. Sie haben keinen Begriff davon, wie es hergegangen ist. Beiliegend schicke ich Ihnen die versprochenen Fotografien. Wenn Sie sie im Vortrag zeigen wollen, so ist es mir recht. Doch empfehle ich Ihnen, sie unter Glas in Rahmen zu bringen, sonst werden sie gestohlen. Ich denke, Sie finden sich mit Hilfe der Bemerkungen wohl zurecht, sonst schreiben Sie. Ich gebrauche einen großen Ruhmkorb, 50 zu 20 cm, mit Depré-Unterbrecher und ca. 20 Ampere Primärstrom. Mein Apparat, der an der Rapschen Pumpe sitzen bleibt, braucht einige Tage zum Auspumpen. Beste Wirkung, wenn die Funkenstrecke eines parallel geschalteten Entladers ca. 3 cm beträgt. Mit der Zeit werden alle Apparate, mit Ausnahme von einem, durchschlagen. Jede Art Kathodenstrahlen zu erzeugen, führt zum Ziel.
also auch mit Glühlampen nach Tesla und mit elektronenlosen Röhren. Zum Fotografieren brauche ich je nachdem 3 bis 10 Minuten. Zu Ihrem Vortrag schicke ich Ihnen die Magnetdose, die Holzrolle, den Gewichtssatz und das Zinkblech, sowie eine sehr schöne, aus Zürich von Pernet erhaltene Fotografie einer Hand. Bitte aber diese Sachen baldmöglichst versichert zurückzuschicken. Haben Sie einen größeren Schirm mit Platin, Barium, Cyanür? Mit besten Grüßen von Haus zu Haus, Ihr Röntgen. Genau, Röntgen war nämlich ein sehr bescheidener Mensch. Und wie diesem Brief gerade zu entnehmen war, war ihm dieses ganze Rampenlicht eigentlich total zuwider. In einem Brief, knapp 2 Wochen später, schreibt er ebenso an Zehnder: Warum haben Sie denn meine Fotografien nicht behalten? Sie sind für Sie gemacht worden. Die Ihrigen sind sehr gut, namentlich der Katzenfisch. Ich selbst habe fast gar nicht mehr fotografiert. Die anderen konnten es besser als ich. Doch habe ich nun namentlich auf Drängen der Mediziner wieder etwas angefangen. Die letzten Wochen waren nicht sehr fruchtbar. Fast alles ging nicht. Die Apparate sprangen und ich kam nicht weiter. Jetzt tut es wieder einen Ruck. Von allen Ehrbezeugungen, die mir zum Teil wären, haben Sie gar keinen Begriff. Ich bin schon ganz ausgequetscht, was Höflichkeiten und Dankbezeugungen anbetrifft und möchte es gern einmal mit Grobheiten zur Abwechslung probieren. Wie ist das alles so gekommen? Manchmal glaube ich noch, dass ich träume. Meine gute, liebe Frau wird allmählich sehr aufgeregt und ich freue mich für Sie, dass wir bald abreisen, Ehrbezeugungen, Lorbeeren, X-Strahlen etc. zu Hause lassen und in Italien Ruhe genießen. Zu den Erfolgen, die Sie mit Ihren Vorträgen gehabt haben, wünsche ich von Herzen Glück. Hoffentlich haben Sie nicht zu viel Zeit verloren und sich gar überanstrengt. Grüßen Sie Ihre liebe Frau vielmals von uns beiden. Für diesmal basta, in Eile, mit herzlichem Gruß, Ihr Röntgen. Ja, und zum Abschluss möchte ich gerne noch einen Brief aus Röntgens persönlichem Nachlass lesen. Der stammt vom russischen Staatsrat Anatol von Polowtsow. Und er schreibt am 5. Februar 1896 an Röntgen, um ihm zu berichten, welche Aufnahme seine Entdeckung in der russischen Öffentlichkeit und Gelehrtenwelt gemacht hat. Er schreibt Folgendes: Hochgeschätzter Herr Professor, ich nehme die Feder in die Hand in der Hoffnung, dass es Ihnen ein kleines Vergnügen machen wird, eine Skizze dessen zu bekommen, wie es in Petersburg jetzt zugeht. Zuerst brachten die Zeitungen einzelne Notizen. Am 12. Januar erschien im Reichsanzeiger ein Feuilleton mit ausführlicher Wiedergabe des Artikels im Journal de Genève. Am Sonnabend, den 20. Januar, erschien in der Beilage der Novaya Vrenya ein Artikel, welcher den Inhalt ihrer Schrift ziemlich gut wiedergibt. Eigentümlich nur, dass in derselben mehrmals wiederholt wird, sie hätten mit der Hittorfschen Röhre gearbeitet, während im ersten Artikel von der Kruxschen die Rede ist. Was ist richtig? Dem Artikel waren 2 ziemlich schlechte Bilder beigefügt, eine Hand und eine Uhrkette. Beide Artikel werde ich Ihnen für Ihr Archiv per X-Band zuschicken. Danach machte dieser Aufsatz und die Bilder allgemeines Aufsehen. Es vergeht fast kein Tag, ohne dass in den Zeitungen der X-Strahlen auf irgendeine Weise erwähnt wird. Vor einigen Tagen fand in der Universität der erste öffentliche Vortrag des Professor Borgmann statt. Ich konnte leider nicht hin. Ich habe aber gehört und gelesen, dass der Zulauf der Studenten ein enormer gewesen sein soll. Es wurde ihnen ein Telegramm gesandt. Jetzt werde ich Ihnen erzählen, was gestern stattfand und wovon ich Augenzeuge gewesen. Um 10 Uhr morgens sollte in der Medizinischen Akademie eine Vorlesung des Professor Egorov nur für die Studenten stattfinden. Durch einen bekannten Professor bekam ich die Möglichkeit, der Vorlesung beizuwohnen. Das physikalische Auditorium ist ein sehr hoher und steiler Raum. Von oben und unten war alles brechend voll von Studenten. Unten saßen viele Professoren. Die oberste Galerie war auch ganz voll. Da konnte man nicht sitzen, da standen alle. Alle Treppen waren auch besetzt. Professor Egorov, ein frischer, obwohl nicht mehr junger Mann, erzählte von ihren Vorgängern, demonstrierte die Kathodenstrahlen, alles aber zu schnell und nicht genug deutlich. Unglücklicherweise war ihm außerdem noch den Tag vorher der Kruxsche Apparat kaputt gegangen, sodass er eigentlich nichts demonstrieren konnte, dafür aber sehr interessante von ihnen bekommene Abzüge zeigte. Erstens, sehr deutliche Hand mit Skelett und Konturen der Finger. Zweitens, Schlüssel, Bleistifte und dergleichen. Drittens, ein Frosch mit Knochenbau. Die Vorlesung dauerte nur 1 Stunde. Egorov versprach nächstens detaillierte Experimente zu zeigen und endete mit den Worten: Nun erlaube ich mir in Ihrem und meinem Namen im Geiste Röntgen den herzlichsten Dank auszudrücken für seine große Entdeckung, welche dem Gesunden und noch vielmehr dem Kranken zu großem Nutzen gereichen wird. Schallender Applaus des ganzen Saals waren das Ja-Wort. Das, was am Abend desselben Tages stattfand, übertrug bei weitem alles Geschilderte. Gestern Abend sollte Professor Borgmann einen Vortrag über die X-Strahlen in der physikalischen Abteilung des sogenannten Pädagogischen Museums halten. Die Sitzungen dieser Abteilung sind gewöhnlich nur von Spezialisten besucht und finden im kleinen Saal statt.
Gestern aber war der Andrang des Publikums so groß, dass die Sitzung in dem großen Saal des Pädagogischen Museums verlegt werden musste und Hunderte von Menschen doch nicht hinein konnten und nach Hause wandern mussten. Im Saal waren nicht nur alle Plätze besetzt, sondern man stand in allen Durchgängen, auf der Estrade, auf den Fenstern, mit einem Wort überall, wo nur irgendeine Möglichkeit zum Stehen vorhanden war. Und das dauerte 4 Stunden lang, von 8.20 Uhr bis nach 12 Uhr mit einer kleinen Pause von 15 Minuten. Und dabei eine Temperatur, dass man sich die Hölle als Labung wünschen konnte. Ein Dreiviertelstunden sprach Borgmann ununterbrochen und ganz deutlich die ganze Geschichte der Kathodenstrahlen erläuternd. Er demonstrierte zuerst die Geißlerröhren, dann eine Menge von Krugschen Apparaten und besprach endlich die Röntgenstrahlen, wie dieselben von Egorov und Borgmann durchweg genannt wurden. Borgmann teilte in seiner Vorlesung unter anderem mit, dass in der Universität jetzt von nichts anderem als von Röntgen die Rede ist. In meinen Vorlesungen spreche ich nur von Röntgen. Neulich sollte ich von Flüssigkeiten sprechen, vergaß aber alles und sprach von Röntgen. Dasselbe wiederholte sich in der nächsten Vorlesung, nach 2 Tagen. Borgmann stellte 2 Hypothesen auf. Erstens, entweder sind die Röntgenstrahlen ultraviolette Strahlen oder zweitens, sie stellen einen rein elektrischen Prozess dar. Ich bin 47 Jahre alt und ich entsinne mich nicht, jemals unser reichliches Publikum so elektrisiert von einem wissenschaftlichen Problem gesehen zu haben wie jetzt. Und was war das gestern für ein buntes Publikum? Greise und Jünglinge, Damen und Mädchen, ein Minister und Damen des Studenten, Offiziere und Beamte, Generäle und Professoren, alle Schichten der Gesellschaft bis in die tiefsten Tiefen aufgewühlt, erschüttert und röntgenisiert. Fast jedes Gespräch zwischen intelligenten Personen, wenn dasselbe allgemeine Interessen berührt, endet mit ihren Strahlen. Übermorgen hält Borgmann in der Universität am Abend wieder einen öffentlichen Vortrag über denselben Stoff. Ich werde natürlich wieder dabei sein und schreibe Ihnen dann von neuem. Ich bitte Sie überhaupt, mich als einen russischen Freund anzusehen, welcher immer bereit ist, Ihnen in jeder Hinsicht behilflich zu sein. Wenn Sie mir dafür eine Freundlichkeit, eine derbe Aufmerksamkeit erweisen wollen, so schreiben Sie bitte auf ein kleines Postpapier ein paar Worte Ihrer Strahlen betreffend, mit Unterschrift für mein Album. Ich würde Ihnen so dankbar dafür sein. Hochachtungsvoll, ganz ergebenst, Anatol Polovtsov. Ja, damit sind wir am Ende angekommen unserer Lesung. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, wir haben auch eine aktuelle Ausstellung am Laufen zu dem persönlichen Nachlass von Wilhelm Conrad Röntgen. Und den können Sie hoffentlich im Dezember wieder besuchen. Genau, vielen Dank.